Hallo und herzlich willkommen heute im Auto. Das ist natürlich jetzt sehr ungewöhnlich. Das liegt daran, dass ich mich jetzt wieder mit dem Wetter rumplagen muss. Jetzt hat es gerade wieder angefangen zu regnen. Möglicherweise hört es auch gleich wieder auf. Sieht fast so aus, als würde es das tun. Aber da ich einen Notizzettel habe in Papier und auch die Kamera heute nicht das wasserdichte Gehäuse griffbereit, muss ich irgendwie gucken, dass ich trocken bleibe. Es hilft nichts. Und deswegen legen wir jetzt einfach mal im Auto los. So, Spoiler-Beitrag zu Seven vs. Wild. Für diejenigen, die es jetzt schon gucken, auf Amazon Freevee. Nicht für diejenigen, außer denen ist es egal, die es dann erst auf YouTube angucken wollen, beziehungsweise prinzipiell steht euch natürlich auch frei, meine Kritik ist das falsche Wort, meinen Spoiler-Kommentar schon jetzt anzuhören, dann später erst das Zeug auf Normal-YouTube anzugucken. Dann wisst ihr halt schon grob, was passiert, beziehungsweise habt schon die naturwissenschaftliche Survival-technische Einordnung zu hören bekommen. Denn darum soll es gehen. Mir geht es primär nicht um zwischenmenschliche Aspekte und auch nicht darum, wie krass ich irgendwas finde. Hier und da werde ich das vielleicht mal zwischen den Zeilen lobend anerkennen, wenn ich tatsächlich mal was besonders krass finde, was besonders gut gelungen finde oder irgendwas besonders furchtbar finde. Das schon, aber gehen soll es primär wirklich so ein bisschen um, was hat die Natur da zu bieten, wie geht man damit um, was die Natur da zu bieten hat und das ist so ein bisschen der große rote Faden, auch wenn ich, wie gesagt, hier und da davon ein klein wenig von abweiche. Ich gehe davon aus, dass bereits bekannt ist, beziehungsweise meine Trailer-Analyse bereits gesehen wurde. Da bin ich schon ein bisschen auf die vorhandenen Pflanzen, die es da definitiv gibt, eingegangen. Insbesondere auf die beiden primären Baumarten. Das ist einmal die Hemlock-Tanne, die Zuga heterophylla, und das ist zum anderen Thuja plicata. Das sind der Riesenlebensbaum zu Deutsch. Das sind die beiden vorherrschenden Bäume, die wir da sehen können. Zum Beispiel die riesige Wurzel an der Papa Platte und sein Kumpel vorbeilaufen. Das ist zum Beispiel ein Riesenlebensbaum. Ja, der ist durchaus ziemlich groß. Die können auch sehr, sehr dick werden, wie wir ja auch schon an ein paar Stellen im Bildmaterial gesehen haben. So, also an der Stelle, bevor ich jetzt noch irgendwas anderes ausplaudere, nochmal ausdrücklich die Spoilerwarnung, dass ab jetzt heftigst gespoilert wird. Für die Leute, die das nicht wissen wollen, die schalten jetzt an der Stelle bitte gerne ab, ja, spätestens jetzt. Und ja, wer Probleme mit hat, der einfach nicht angucken und gegebenenfalls später nachholen, wenn das Zeug dann eben auf YouTube verfügbar ist und man es dann gesehen hat. Ich werde dann wahrscheinlich auch nochmal das Thumbnail irgendwie ändern oder vielleicht auch den Titel, in der Hoffnung, dass das Ganze dann noch ein zweites Mal Aufmerksamkeit bekommt, sollte das eben keinen Freebie-Hype geben, aber einen YouTube-Hype dann schon, falls das dazu kommen sollte, und ja, dann zumindest die Möglichkeit anbieten, das dann eben noch nachzuholen für die Leute, die es dann noch interessiert. So, das zum Allgemeinen. Und ja, warum das Ganze so eilig? Das liegt schlicht und ergreifend primär daran, dass ich einfach keine Zeit habe. Ich muss das jetzt abdrehen und darum machen wir das jetzt eben so. Ich weiß jetzt noch ein bisschen, ob der Regen vollständig vorbei ist. Sieht gerade wieder fast so aus. Dann gehe ich gegebenenfalls nachher noch in den Wald. Aber jetzt legen wir erstmal los mit den allgemeinen Dingen, die ich jetzt erstmal anzumerken hätte. Das sind zum einen das Skill-Ranking bei der Aussetzung der Teilnehmer. Das erscheint mir vollkommen willkürlich und unüberlegt und dämlich zu sein, weil, also das ergibt überhaupt keinen Sinn. Niemand hat vollen Skill, nicht mal Kelly. Und Kelly hat schon durchaus bemerkenswerte Survival-Dingstars hinter sich. Und zwar durchaus auch krasseres Zeug, ohne großes Backup-Team. Also es gab zwar schon welche, aber mit wenig
wenig in die Richtung und teilweise mit enormen körperlichen Strapazen, riesigen Kalorienverbrauch und ja, also wirklich einen anderen Level von dem, was man sonst bisher bei Seven vs. Wild gesehen hat. Ja, und dafür allein würde ich im Vergleich auch zu dem, was Fritz und Martin bisher so gemacht haben, schon volles Skill-Ranking und Fritz und Martin dann halt meinetwegen wirklich nur den fast vollen Balken andrehen. Und wenn du dann da noch einen echten Survival-Experten, der wirklich nur das macht, hinsetzen würdest, dann müsste der eigentlich nochmal einen extra Balken an den Balken hinten dran bekommen, um eben klarzustellen, wie viel es da eigentlich potenziell zu lernen gibt, wenn der Skill in Fragen des Survivals hier scheinbar ausschlaggebend ist. Und warum dann blutige Anfänger immer noch zumindest ein Drittel Balken an Skill haben, ist mir ein Rätsel. Keine Ahnung, was muss man denn, muss man im Rollstuhl sitzen, um dann gar keinen Skill mehr zu haben? Oder wie funktioniert das? Also dieses Skill-Ranking nervt mich, muss ich wirklich sagen. Keine Ahnung, was das bitte aussagen soll. Sieht halt schöner aus, wenn man da die technischen Daten des jeweiligen Kandidaten einblendet, von Gewicht und so weiter und so fort. Ja, dann zweitens zu den Aussetzungsspots. Das ist wiederum was Positives. Ich finde, die sind diesmal, nach dem, was man bisher so gesehen hat, sehr, sehr gleichwertig. Da kann ich also nicht feststellen, dass der eine einen besonders guten und der andere einen besonders schlechten Spot erwischt hat, sondern es herrscht wirklich sehr gut ausgeglichene Wahl bei den Plätzchen. Jeder Platz hat Strand. Mal mehr, mal weniger. Bei den Mädels tatsächlich ein bisschen weniger. Schöner Strand, aber die haben andere Vorteile. Die haben dafür diesen schönen Fluss, der da reinführt und können sich da relativ gut ins Landesinnere bewegen. Ich würde schon sagen, dass da dann die einen Vorteil, die der andere hat, durch die Vorteile, die der andere hat, die nächsten haben, wieder einigermaßen ausgeglichen werden. Das finde ich also diesmal wirklich sehr gut gelungen. Das ist sogar besser gelungen als bei manchen Staffeln von Alone. Da gab es da auch noch deutlich größere Unterschiede von der Güte der Aussetzungspunkte her. Von daher, ja, das ist in Ordnung. Da haben sie sich wirklich große Mühe gegeben, diesmal offensichtlich. Das hatten sie letztes Mal sicherlich auch gemacht, aber diesmal hat es meiner Meinung nach sehr gut funktioniert. So, dann wieder was Kritisches. Ich hätte schön gefunden, wenn wir irgendwo eine kleine Übersicht von dem Flascheninhalt, den sie jeweils dabei haben, bekommen hätten. Teilweise erwähnen sie mal eben, dass sie keine Plane zum Beispiel haben oder wir haben schon Wasserfilter im Einsatz gesehen, teilweise auch Micropurforte im Einsatz gesehen. Das ist ein chemisches Wasseraufbereitungsmittel auf Natriumhypochloridbasis. Das kann man anders als das Internet vorher häufig behauptet hat, durchaus über 2 Wochen zu sich nehmen. Das ist nicht weiter dramatisch. Das wird massiv übertrieben und man darf die Nebenwirkungen der Packungsbeilage von so einem Zeug jetzt auch nicht völlig überinterpretieren. Wer schon mal jemals irgendeine Packungsbeilage von irgendwas gelesen hat, der weiß, dass da schon gerne mal wirklich jedes auch nur erdenklich mögliche Dingens in die Packungsbeilage reingeschrieben wird, damit man hinterher juristisch aus dem Schneider ist. Das ist bei Wasserentkeimungsmittel auch so. Da werden dann also auch was weiß ich was für Sachen erzählt, damit man rechtlich aus dem Schneider ist. Sollte halt doch irgendwie was passieren oder der Eindruck entstehen könnte, dass das irgendwas mit dem Wasseraufbereitungsmittel zu tun hat, was da passiert ist, damit man dann wirklich schön aus dem Schneider ist. Ja, was das Zeug tatsächlich tut, ist sich abreagieren an der Magenschleimhaut beziehungsweise mit der starken Säure im Magen nimmt das dem Bestandteilen des Natriumhypochlorids mehr oder weniger komplett die chemische Wirksamkeit im Magen. Spätestens an der Darmwand reagiert sich dann vollständig ab, ohne die Darmwand nennenswert zu schädigen und kann wirklich über 14 Tage zumindest mal durchaus in einer gewissen Menge konsumiert werden. Davon abgesehen schmeckt das nicht so wirklich toll, das chlorige Wasser. Deshalb gehe ich davon aus, dass die meisten Kandidaten hoffentlich irgendwann mal noch in der Lage sein werden, sich eine andere Wasserquelle, die sie nicht chemisch aufbereiten müssen, zu besorgen. Ja, vielleicht können sie ja dann doch irgendwann mal abkochen, wobei das auch nicht besonders gut schmeckt und das halt immer die Frage des Kochgefäßes mit sich bringt, wofür einige sicher eine Lösung in der Flasche dabei haben oder zumindest eine vermeintliche Lösung. Ob das funktioniert, bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das in der Praxis dann ergibt. Aber ja, so viel dazu. Also das hätte mich gefreut, nochmal zu
wissen, wer hat was dabei, den Flascheninhalt einmal kurz. Und wenn es auch nur kurz ist und man muss Pause drücken, um sich anzugucken, was da liegt und was das sein könnte. Irgend sowas hätte mich gefreut. Vielleicht kommt das noch, aber das wäre meiner Meinung nach am Anfang sinnvoll gewesen. Ja, und dann vierter Punkt und letzter Punkt zu den allgemeinen Dingen. Ich finde die Texteinblendungen zu zum Beispiel das, was der Martin gemeint hat. Ich habe vergessen, wie die heißt, die Beere, die er da gefunden hat. Aber das steht jetzt da bestimmt gleich da unten und 100 Gramm an so und so viel Kalorien. Da stand da dann tatsächlich, das war eine Schalalbeere, das ist dasselbe wie die Scholon-Scheinbeere, die ich schon beim Trailer angesprochen habe. Das sind einfach zwei unterschiedliche Namen für das gleiche Ding. Trivialnamen gibt es ja immer verschiedene für die meisten Pflanzen. Je nachdem, in welcher Region man sich gerade befindet, heißen die anders. Teilweise auch in derselben Region unterschiedliche Namen. Im Fall von Schalal ist das wohl am indigenen Wort für diese Beeren angelehnt. Und wie das genau da genannt wird, weiß ich aber jetzt auch nicht. Aber 63 Kilokalorien pro 100 Gramm ist sogar relativ gut für Beeren, die man draußen in der Wildnis finden kann. Das ist also eine valide. Das wusste ich auch nicht, dass die so viel Kalorien haben. Ich weiß nicht, wo die das herhaben, aber sie werden sicherlich irgendwo gut recherchiert haben. Hab dazu nichts zu gefunden. Und das ist wirklich, wie gesagt, ein sehr, sehr guter Wert. Da kann man auf keinen Fall meckern. Das ist fast dreimal so viel oder es ist sogar dreimal so viel, wie man bei einer durchschnittlichen Blaubeere erwarten darf. Und das reicht natürlich immer noch nicht zum Ernähren, wenn du bei entsprechend körperlicher Arbeit und der Tatsache, ein Mann zu sein, der ein gewisses Gewicht und eine gewisse Kraft mitbringt, ordentlich arbeitest, brauchst du dafür einen Tag so etwa 2.500 bis 3.000 Kalorien. Das können wir auf jeden Fall rechnen, je nachdem, manche Kandidaten sicherlich noch ein bisschen mehr, wenn sie dann entsprechend schaffen, und andere Kandidaten eben ein bisschen weniger. Und jetzt kann man sich ausrechnen, wenn die Beeren 63 Kilokalorien pro 100 Gramm haben, dann hat ein Kilo 630 Kalorien. Das heißt, du müsstest da mehrere Kilo am Tag von essen, mindestens 3, besser 4, um nicht allzu sehr abzunehmen. Ist das realistisch? Natürlich nicht. Die Beeren können lediglich durch die Tatsache, dass sie eben auch Zucker enthalten, ein bisschen den Glukose-Zuckerstoffwechsel, Glukose ist Zucker, ja, aufrechterhalten und da vielleicht ein bisschen einen Beitrag zur Ernährung liefern, um einfach auch die gefühlte Energie, die den Kandidaten zur Verfügung steht, groß genug erscheinen zu lassen. Das ist auf jeden Fall eine Funktion, die die dann haben könnten. Gut, aber davon wollte ich ja gar nicht reden, sondern von den Textboxen, die eben zu entsprechend gefundenen Dingen eingeblendet werden, wenn man nicht überlegt, was das sein könnte. So passiert auch bei den Holzasseln und Flohgrillen. Dazu kann ich später noch ein paar Takte verlieren, aber ja, das nur so als Beispiel. Das finde ich also auch sehr gut, dass sie sich da recht viel Mühe geben mit solchen Sachen. So, und das wäre das Allgemeine gewesen. Ich habe jetzt zu den jeweiligen Kandidaten ein bisschen was zu sagen. Ich sage gleich vorneweg, mit Ausnahme zu Jan Schlappen und Joey Kelly, weil bei denen noch erstaunlich wenig passiert ist, beziehungsweise nichts passiert ist, wozu ich was zu sagen hätte. Außer Wasserfilterung und ein bisschen was Zwischenmenschliches haben die ja noch nichts gefilmt. Das muss jetzt auch gar nicht schlimm sein. Und ja, der Jan Schlappen macht einen schönen Salto. Das ist auch durchaus sportlich sehr beeindruckend. Aber da habe ich nichts zu sagen. Ne? Und damit würde ich die da an dieser Stelle auch schon beenden wollen. Und dann habe ich jetzt in willkürlicher Reihenfolge die jeweiligen anderen Kandidaten, was es da meiner Meinung nach zu denen zu sagen gibt. Und zwar zunächst mal die Gruppe Affe und Hanna. Sie nennt sich selbst Affe. Das ist also jetzt nicht meinerseits als böswillig, sondern so will sie scheinbar genannt werden. Also ist das dann ja wohl in Ordnung, die Ann-Kathrin. So, die hat, also das erste, was hier auf meiner Liste steht, Affe hört auf Hanna. Und das ist gut, weil Hanna gibt Anweisung beziehungsweise Affe fragt, was soll ich machen? Darauf aus weiter Ferne von Hanna aufpassen, dass du dich nicht verletzt. Affe meint, das könnte schwierig werden, aber sie hört offensichtlich auf sie und das ist, denke ich, nicht verkehrt. Hanna scheint von den beiden vom Wildnis-Guide-Faktor und vom
Organisations- und Organisiertheitslevel her wohl scheinbar die zuverlässigere zu sein. Das sehen die beiden offensichtlich auch so, habe ich zumindest den Eindruck. Und dann ist es eine hervorragende Eigenschaft von Ann-Kathrin bzw. Affe, dass sie das auch kapiert. Das große Problem ist ja, was häufig Männer haben, wo Frauen dann tendenziell tatsächlich immer so ein bisschen überlegter vorgehen, ist ja, dass wir meinen, wir haben Recht. Oder viele von uns, gerade Alpha-Männchen, und Alpha-Männchen gibt es genug auf diesen Inseln jetzt, sind gerne mal der Meinung, Recht zu haben und schwer davon zu überzeugen, nicht Recht zu haben. Wenn dann jemand anders hingegen wirklich Recht hat oder wirklich mehr Erfahrung mitbringt in bestimmten Aspekten, da dann auch wirklich zu kapieren, dass man hier lieber auf den anderen hört und die eigenen Schwächen korrekt einzuschätzen und zu wissen, dass es dann besser wäre, sich selbst zurückzunehmen, ist eine wichtige Fähigkeit, die Ann-Kathrin offensichtlich hat, habe ich zumindest den Eindruck, und das könnte noch nützlich werden. Ich finde das jedenfalls sehr, sehr gut, wenn man schon in einem Team unterwegs ist, Teamarbeit in welcher Form auch immer, zumindest meine Erfahrung, dann sollte man das eben auch zu nutzen wissen, in jederlei Hinsicht. Man muss wissen, wo man nützlich sein kann, um sich da dann auch wirklich voll einzubringen, aber auch zurückstecken bzw. akzeptieren, dass man hier nichts Sinnvolles beitragen kann, wenn es überhaupt nicht der persönlichen Begabung entspricht. Und das, wie gesagt, das scheinen die beiden gut hinzubekommen. Das ist umso wichtiger, wenn man in einem recht kurzfristig zusammengewürfelten Team arbeiten muss und sich nicht schon über Jahrzehnte oder zumindest Jahre kennt. So, die finden einen Köderfisch. Ein Köderfisch ist sicherlich eine gute Sache zum Fischen. Da kann ich aber überhaupt nichts zu sagen, weil ich immer noch nicht angeln kann. Wollte an der Stelle einfach nur mal kurz erwähnt haben. Ganz paar Punkte habe ich zum Fischen. Ganz paar. Aber viel kann ich da, wie gesagt, nicht zu sagen, weil ich habe da einfach keine Erfahrungswerte oder fast keine, inzwischen auch ein ganz bisschen, aber nichts, was sich lohnt, jetzt hier groß breit zu treten. Und drum, ja, ne? Also Köderfisch ist schon mal ganz schön. Was es in jedem Fall gibt, ist reichlich zu essen an den Felsen. Das sieht man ganz am Anfang bei den Beiträgen von den Mädels. Die Felsen sind, soweit ich das erkennen konnte, ist nur ein kurzer Schwenk mit der Kamera drüber, voll mit Napfschnecken. Napfschnecken sind grundsätzlich essbar. Die kleben sich quasi, bevor die Ebbe kommt, kleben die sich an irgendeinen Felsen, erzeugen einen Unterdruck unter ihrer Muschelschale und hängen damit fest am Felsen dran. Ja, das lässt sich nichtsdestotrotz trotzdem mit dem Stein wegkloppen, dann sind sie halt sofort kaputt, muss man sich halt was einfallen lassen, oder mit einem Messer lösen, und innen drin ist dann ein wenig Muschelfleisch, und das ist ja vielleicht nicht unbedingt roh essbar, geht, glaube ich, unter Umständen auch, dass man es roh futtert, aber wenn man es nicht muss, dann kann man sich da ein wunderbares, also wenn man das dann mag, natürlich Muschelsüppchen draus kochen. Das ist jedenfalls eine der universell findbaren Survival-Nahrungsquellen an so ziemlich jeder Küste mit Felsen, die es weltweit so gibt. Meeresküste, wohlgemerkt. Und das haben wir also hier auch auf der Insel, zumindest bei den Mädels, vorhanden. Ja? Und außerdem gibt es da jede Menge verschiedene Algen. Wir haben ja auch schon im Trailer eine Szene gesehen, wo Romatra da reinbeißt. Irgendwer kommt auch an und beißt mal kurz rein, um es wieder auszuspucken. Ich glaube, es war Knossi oder Sascha. Naja, was man davon halten kann, ist eine andere Frage. Aber ja, die sind vorhanden und die sind nahezu alle essbar, enthalten auch relativ viele Proteine, bisschen Kohlenhydrate, nicht allzu viel, und ja, Spuren von Fett, allerdings auch fast nichts. Durchaus eine valide Nahrungsquelle mit dem Haken, das hatte ich auch schon angemerkt, dass sie sehr viel Jod enthalten und daher die maximale Tagesmenge, die man davon verzehren sollte, um sich keinen Jodüberschuss in die Schilddrüse zu befördern, bei, ja, sagen wir mal, Frisch-Nassmasse sozusagen 50 bis 100 Gramm tatsächlich auch nur liegen dürfte. Ja, allzu viel mehr ist zumindest nicht empfohlen. Kann man sicher noch ein bisschen mehr essen, aber sich komplett von dem Zeug zu ernähren, das ist nicht drin. Ja, dann, oh je, das wird ja doch einiges, was ich hier aufgeschrieben habe. Kauf, das wird weniger.
Ann-Kathrin entdeckt dann noch einen Wasserfall mit moosgefiltertem Wasser, was sie da ganz toll findet. Das ist Quatsch. Moos filtert kein Wasser. Also wenn das Wasser verunreinigt ist, auch wenn es durch ganz viel Moos geflossen ist, ist es hinterher immer noch verunreinigt. Moos ist kein Wasserfilter. Es ist Bestandteil von vielen improvisierten Wasserfiltern. Deswegen bin ich auch kein Fan von den Dingern, weil Moos filtert kein Wasser. Punkt. Ja, es holt höchstens ein paar Schwebstoffe raus. Es bleibt höchstens ein paar gröbere Dreckpartikel kleben. Aber wenn das wirklich ein kontaminiertes Wasser mit irgendeinem bösen Mikroorganismus ist, den wir nicht vertragen, dann ist der auch nach Moosfilterung immer noch drin. Ne? So, dann weist die gute Affe darauf hin, man könne die Bartflechte, die sie gerade vom Baum gezogen hat, einweichen mit Wasser und dann einfach so essen. Das ist sicherlich möglich, das bringt aber auch nichts, weil eine Flechte zumindest im Großteil ihrer Biomasse trotzdem nur aus Pilzfasern besteht, Myzel, und das wiederum aus Chitin und das wiederum für uns zwar theoretisch verdaubar, aber immer noch sehr nährstoffarm ist. Und dann schmecken die nicht wirklich, wirklich gut. Teilweise enthalten sind gerade Bartflechten auch ein paar Giftstoffe, dass man da ein bisschen vorsichtig sein sollte und ob sie jetzt wirklich hundertprozentig die richtige, potenziell essbare, wenn auch fast nutzlose Bartflechte da erkannt hat oder nicht. Das wage ich zu bezweifeln, weil Flechten kann man letzten Endes nur unter Mikroskop 100% sicher auseinanderhalten. Das ist also gar nicht möglich, da die essbaren von den nicht essbaren, bis auf es gibt so ein ganz paar Spezialflechten, die tatsächlich wirklich definitiv essbar sind, sowas wie die Rentierflechte beispielsweise. Wären auch nicht lecker, aber ja, das wäre dann eine Möglichkeit. Aber ich wäre da vorsichtig. Ich wäre da ganz, ganz, ganz vorsichtig mit solchen Ideen. So, was gibt's da noch? Dann. Ah ja, ebenfalls Affe hat, also Hanna ist, macht meiner Meinung nach einen hervorragenden Job bisher, geht sehr überlegt vor, sehr bedacht, hat einen Plan und das ist auch ganz, ganz wichtig, anders als andere Kandidaten, die so überhaupt keinen Plan haben. Aber trotzdem entdeckt Ann-Kathrin, nur um mal kurz die Hanna gelobt zu haben, sie ist ja auch unsere Kandidatin, ne, vom gemeinen Volk. Die kanadische Büffelbeere entdeckt die liebe Ann-Kathrin. Das ist diese einzelne rote Beere mit recht glänzenden grünen Blättchen. Ja, Blätter sind grün, Überraschung, drumrum. Aber da bin ich mir sehr sicher, dass es sich um die kanadische Büffelbeere handelt. Die ist nicht direkt giftig, enthält aber so viele Seifenstoffe, Saponine, dass ja, die Indigenen das genutzt haben, um sie aufzuschäumen und mit anderen Beeren zu mischen und dann ein schäumiges, breiartiges Nahrungsmittel daraus herzustellen. Das wird bei den meisten Leuten, die das nicht gewöhnt sind, erstmal zu Magenirritationen und Übelkeit führen. Wenn man da sich aber von Kindheit an dran gewöhnt hat, dann ist es wahrscheinlich essbar und sie haben auch immer nur ein paar von diesen Büffelbeeren, dem Beerenschaumgericht, ich habe vergessen, wie das heißt, es hat schon einen eigenen Namen, hinzugefügt und fanden das dann ganz lecker. Das soll geschmacklich so ein wenig süßlich bitter sein, also grob an Kaffee erinnern, zumindest von der Tat, gesüßter Kaffee dann natürlich, so vom groben Geschmack her. Für unseren Magen wären Büffelbeeren allerdings wahrscheinlich, gerade wenn man die so isst und nicht noch groß aufschäumt, zu stark an Saponinen und würden ja hoffentlich nicht schmecken. Und B, tatsächlich dann irgendwann ein bisschen Bauchweh und ein bisschen Magenirritationen erzeugen, tödlich. Da muss man sich aber schon sehr große Mühe geben, um sich damit umzubringen. So, und ansonsten beschließen die Mädels, dass sie scouten gehen und den Tag weitestgehend wohl dafür nutzen, ihre genaue Umgebung zu erkunden. Das ist ein zweischneidiges Schwert, da komme ich bei den anderen vielleicht nochmal drauf zu sprechen. Einerseits super, dann weiß man, wo man möglicherweise ein Lager bauen kann. Andererseits hat man dann Zeit in Anführungszeichen verschwendet, die man auch für ja, Lagerbau in sich prinzipiell hätte nutzen können. Einen schnellen Dach über dem Kopf zu haben, ist für die meisten Regionen, in denen der Regen ein größeres Problem darstellt, wenn er dann fällt, eine gute Idee. Jetzt wissen wir, das kann ich ja auch schon mal sagen, wir sind ja sind das Spoiler-Besprechung, dass es so gut wie nicht geregnet hat über die gesamte Zeit, die da waren. Sie wären auch schön blöd, wenn sie sich nicht noch einen Wetterbericht reingepfiffen hatten, kurz bevor sie ausgesetzt worden sind, beziehungsweise ihr Handy abgeben mussten. Keine Ahnung, nächste 3, 4, 5
5-Tage-Wetterbericht und sich mal grob angucken, weil auch die zumindest mal wussten, dass sie sich auf Vancouver Island befinden, wenn sie auch vielleicht nicht genau wussten, auf welcher Insel sie da landen. Aber so eine grobe Wetterlage, die darin bestanden haben dürfte, dass es die nächsten Tage nirgendwo auf Vancouver Island gefühlt regnet. Kann sein. Ich weiß nicht, wie die Wetterlage genau ausgesehen hat, aber ich befürchte, es wird wirklich sehr schön geblieben sein. Dann wussten die das auch. Und da die Hannah bisher sehr clever ist, könnte ich mir vorstellen, dass das daher bekannt war und sie dann eben nicht vom klassischen sofort Shelter bauen vorläufig und später noch einen besseren Ort dafür suchen, aber Hauptsache man hat erstmal einen Rückzugsort, ein wenig abgewichen ist. So, das müsste gewesen sein für die zwei. Dann hätten wir das nächste Team, das sind Papa Platte und Reese. Jetzt habe ich mir mal gemerkt, wie sie heißen. Ich habe mir extra Mühe gegeben. Ja, was ich überhaupt nicht verstehe, die gehen völlig sinnlose Risiken ein, weil sie aus irgendwelchen Gründen der Meinung sind, jetzt über diesen Bach zu müssen, um dann letzten Endes einen noch viel größeren Bach zu durchqueren, um mitten im Moor zu landen. Und das dann als guten Lagerplatz erachten. Also was da dahinter steckt, also entweder haben die unglaubliche Insider-Informationen, dass es mitten im Moor zu hocken eine gute Idee ist als Lagerplatz, weil wenn das nicht der Fall ist, dann haben sie sich damit den kältesten Ort weit und breit rausgesucht. Moore sind Kältelöcher innerhalb sonstiger Lebensräume. Egal wo auf dem Planeten, wenn es ein Moor gibt, wird es der kälteste Ort weit und breit sein. Die sind immer feucht. Die enthalten viel mehr Mücken als andere Lebensräume und es gibt so gut wie keine nutzbaren Ressourcen, bis auf die paar Moorkiefern, die da rumstehen. Übrigens herzlichen Dank, dass ihr Moorkiefern gefunden habt. Dann kann ich die noch mal kurz erwähnen. So des Weiteren, Treibsand im Fluss, wo sie durchwarten müssen. Das ist kein Treibsand, das ist schlicht und ergreifend das Sediment, was sich da halt eben am Boden des Fließgewässers ablagert. Garantiert kein Treibsand, den gibt es da oben auch nicht. Und ob es Treibsand, so wie man ihn aus Hollywood-Filmen kennt, überhaupt gibt, ist durchaus ein bisschen fragwürdig. Ja? Also so, wie man ihn aus Filmen kennt. Es gibt schon sowas wie Treibsand. Aber ja, das jedenfalls nicht, dass ich wüsste, dass das im Wasser in Kanada in einem kleinen Fließgewässer zu finden ist. Also ich zuerst dachte, es könnte auch ein bisschen beginnende Torfbildung sein, aber da direkt auf dem Boden vom Wasser ist das sehr, sehr unwahrscheinlich. Das müsste also einfach irgendein einsinkfähiges Sediment gewesen sein, insbesondere wenn es mit gewissem Gewicht belastet wird. Das ist in keinster Weise jetzt irgendwie böse gemeint oder sonst wie, aber es ist halt nur mal eine physikalische Tatsache, dass das Gewicht in diesem Zusammenhang eine Rolle spielt. Wie gesagt, die Moorkiefer haben sie gefunden. Das ist der eine Baum, der da bei ihnen im Moor wächst. Das ist sehr schön, weil ich wusste gar nicht, dass es da Moorkiefern gibt. Ich hatte es mal aus dem Trailer, aus einer Fernaufnahme vermutet, aber jetzt haben sie sie definitiv gefunden. Ich weiß auch nicht genau, was das für eine Moorkiefer exakt ist. Ich konnte sie leider nicht ganz bestimmen. Es gäbe ein paar Kandidaten, die da in Frage kommen, beziehungsweise ich hatte jetzt nicht genug Zeit, meine entsprechend schlauen Bücher zu wälzen. Das hole ich mal noch nach, dass wir dann auch mal rausfinden können, mit welcher Kiefer wir es genau zu tun haben. In jedem Fall ist sie für den Survivalisten dahingehend nützlich, dass Kiefern nun mal einen großen Anteil an Harz haben, gerade wenn die beiden anderen alternativen Nadelbäume, die primär auf der Insel rumstehen, gar nicht mal so viel Harz bilden. Tuja nämlich fast nichts und Hemlock-Tanne wüsste ich jetzt auch nicht, dass die eine besonders gute Quelle für besonders viel Harz wäre. Kiefern hingegen alle weltweit sind stark harzend und wären damit eine gute Möglichkeit, sich eben Sunder zu beschaffen, davon abgesehen, dass alle Kandidaten das wahrscheinlich gar nicht nötig haben, weil sie irgendwas Vernünftiges zum Feuer machen dabei haben werden, vermute ich. Und da es ja auch noch ein Feuerkit gibt, also ein Feuersicherheitskit, damit das Feuer nicht außer Kontrolle gerät, kann ich mir gut vorstellen, dass das insgesamt das Feuermachen doch nochmal erheblich erleichtern wird. Daher, ja, ist das vielleicht nicht ganz so ein Jackpot-Fund, wie es wäre, wenn man gänzlich ohne Hilfsmittel Feuer machen müsste. Da wäre etwas Harz abzuzapfen aus den Kiefern, einfach den Kiefern eine Verletzung zufügen, warten, bis die Verletzung harzt. Das kann schlimmstenfalls einen Tag dauern, aber spätestens dann hat man eine ordentliche Menge Harz, die das Feuermachen dann doch erheblich erleichtern würde. Da kann man einfach ein Stück Holz, ein Stück Stoff, das geht noch besser, Harz tränken und das brennt sehr, sehr lange. Und wenn man damit kein Feuer machen kann, dann ist man da an Ort und Stelle
Stelle definitiv falsch. Ja, sie finden noch, bevor sie ihren Strand verlassen, was sie ja gleich sofort tun, als wären sie von der Tarantel gestoßen worden, um eben irgendwo hinzulaufen, warum auch immer, was auch immer die suchen. Ich habe es nicht gerafft, wo die eigentlich hinwollen. Meine Frau meinte, vielleicht steht da irgendwo, denken die, im Inneren steht ein NPC rum und verteilt gegrillte Hähnchen, weil sie das so gewöhnt sind aus dem, was sie sonst so treiben in ihrem Leben, dass irgendwo NPCs rumstehen und gegrillte Hähnchen verteilen. Wer jetzt nicht weiß, was ein NPC ist, lassen wir das an der Stelle. Aber ja, so ein kleiner Insider. Aber bevor sie jedenfalls aus der ins Inselinnere aufbrechen, entdecken sie Doldenblütler, beziehungsweise entdecken sie nicht, habe ich aber gesehen, deutlich zu sehen. Doldenblütler kennen wir von zum Beispiel der Schafgarbe, zum Beispiel dem Kerbel, zum Beispiel dem der Herkulesstaude, sowas in die Richtung. Und Doldenblütler, übrigens auch die Karotte, ist ein Doldenblütler, ja, die ganz normale Wildkarotte, und aber auch eben unsere Kulturkarotte, die wir so anpflanzen, und der Regen scheint wirklich aufzuhören, ich gehe jetzt gleich raus in den Wald, mach nur das noch schnell fertig, die ist ebenfalls ein Doldenblütler. Was heißt, bei Doldenblütlern gibt es im Grunde zwei Varianten, entweder es ist eine hervorragende Nutzpflanze, oder sie ist meistens tödlich giftig. Oder eine sehr gute Arzneipflanze. Also eine hervorragende Nutzpflanze, / Arzneipflanze. Oder sehr, sehr giftig. Ja, und das bedeutet, auch wenn man die Chance hat, einen essbaren Doldenblütler zu finden, indem man einfach mal reinbeißt, ist die Chance, dass das eben eine schwere Giftpflanze ist, deutlich größer bei Nichtkenntnis von Doldenblütlern. Egal wo auf dem Planeten, wäre es eine gute Idee, um die Dinger einen großen Bogen zu machen, auch sie gar nicht erst anzufassen. Viele haben phytotoxische Verbrennungen auslösen, indem da Stoffe drin sind, die, wenn sie auf die Haut gelangen und dann mit Sonnenlicht in Verbindung gebracht werden, was am Tag gerne mal passiert, sich zersetzen und dann eine Verbrennung auslösen. Ich spreche da aus Erfahrung, hatte mal das Vergnügen, das tut saumäßig weh. Darum ja, ist es ganz gut, wenn man welche erkennt und sobald man sie erkennt, einen gewissen Bogen darum macht, wenn man sie eben, wie gesagt, nicht weiter einordnen kann. Ja. Nasse Kleidung am ersten Tag ist blöd. Sinnlose Risiken einzugehen, um über irgendwelche Bäche zu springen, ohne sichtbaren Grund, weshalb man das überhaupt tun sollte, ist auch blöd aus Survival-Sicht. Jetzt will ich die beiden gar nicht als doof betiteln. Das weiß ich nicht, dafür kenne ich sie nicht gut genug. Ein bisschen schwierig für mich, das möchte ich auch noch an dieser Stelle noch kurz gesagt haben, auch stellvertretend für all den anderen, denen es so geht. Jeden Satz mit Bro, Digger oder Alter zu beginnen, beziehungsweise zu beenden, manchmal auch beides, ist sehr anstrengend. Und ich habe ja ein gewisses Verständnis dafür, dass Sprache einen gewissen Wandel durchläuft und sich verändert, aber dass man in jedem Satz dasselbe Wort drin hat, erscheint jetzt nicht unbedingt nach Szenesprache, sondern tatsächlich dumm. Und erscheint dumm. Ich habe nicht gesagt, ist dumm. Und wirklich nach einer Verblödung der Gesellschaft, die so spricht, die wir so, glaube ich, selten erlebt haben im Generationsübergang. Ja, also, dass man krass sagt oder die Generation, die alles geil fand und so weiter und so fort. Und überhaupt diese Begeisterung junger Leute, dass Dinge sofort super krass und krass geil und was weiß ich was sein müssen. Das ist alles, denke ich, ein Stück weit normal und konnte man in der Menschheitsgeschichte schon häufiger beobachten, dass sowas zwischen den Generationen für einen gewissen Unmut und Unverständnis sorgen kann. Aber dieses inflationäre Verwenden von Bro, auch wenn das grundsätzlich ja gar nicht mal so schlecht ist, zumal jemanden als Bruder wahrzunehmen, immerhin was Positives ist und einen guten Freund gleich als Bruder zu betiteln, wobei sie das gefühlt mit jedem machen, daher weiß ich nicht, ob sich das nicht ein bisschen abnutzt, aber prinzipiell ist das ja gar nicht so schlecht und vielleicht irgendwo was Positives, aber naja, ich wollte es nur mal kurz gesagt haben. So, und da jetzt das Wetter doch noch besser ist, gehe ich kurz raus in den Wald. Bis gleich.
So, auf dem Weg hierher ist mir eingefallen, dass ich zur Durchquerung von Fließgewässern noch schnell hinzufügen möchte. Erstens, in einem Survival-Szenario, auch wenn es nur eins zu Showzwecken ist, durchquere kein Fließgewässer, wenn es nicht unbedingt sein muss und auf der anderen Seite irgendwas ist, wo du unbedingt hin willst. Das Gefühl zu haben, auf die andere Seite zu wollen, aus Prinzip, ist keine gute Motivation bzw. kein guter Grund, ein Fließgewässer zu durchqueren. Wenn man ein Fließgewässer durchquert, haben sie es tatsächlich richtig gemacht, dass man die Schuhe anbehält, weil man nicht weiß, was sich auf dem Untergrund oder unterhalb des Untergrunds befindet, was einem möglicherweise schwere Verletzungen am Fuß zufügen kann. Das wäre dann doof, daher Schuhe anbehalten. Ist tatsächlich aus Sicherheitsgründen dann das kleinere Übel, als hinterher nasse Füße zu haben. Insbesondere, wenn man theoretisch in der Lage sein sollte, ein Feuer zu machen und dann mittels Feuer auch ganz langsam, wohlgemerkt, das dauert einen Tag, bei kein Regen, die Schuhe wieder trocken zu bekommen. Ne? Also dann ja besser mit Schuh. Aber nichts auf diesem Planeten spricht dagegen, die Hose vorher auszuziehen. Das wollte ich nur kurz erwähnt haben. Ne? Gut, wir kommen zu Fritz und Madin. Es schmerzt mich fast ein wenig. Ich hätte ja gewünscht, dass da ein bisschen was schief läuft, aber tatsächlich machen die eine sehr gute Figur und scheinen zu wissen, was sie da tun. Und inzwischen wirklich einiges dazugelernt zu haben, gerade eben auch die Fehler, die auch Fritz begangen hat in Staffel 2, im Spülsaum zu übernachten und im Bereich, wo man eben von Ebbe und Flut heimgesucht wird, zu bleiben. Er hat es ja dann auch während der laufenden zweiten Staffel gelernt, dass das keine gute Idee ist. Den Fehler macht er scheinbar nicht nochmal. Und was eine wirklich hervorragende Idee ist und auch die beste Art und Weise, einen Lagerplatz in dem, was wir bisher gesehen haben, von dem, was die Kandidaten bisher gezeigt haben, zu finden, ist wirklich die Scholon-Scheinbeere so weit zurückzuschneiden, dass man an irgendeiner Stelle, wo die wächst, sich sein eigenes kleines Plätzlein sozusagen reinschneidet, sich einfach eine kleine Ecke rodet und da in Ruhe ein gemütliches Lager mit genügend Platz, um ein bisschen drumherum zu laufen, vegetationsfrei sich herzurichten. Für 14 Tage lohnt das auch den Kalorienverbrauch, den das kostet. Insbesondere mit einer Säge ist die Arbeit leistbar. Man sieht ja, wie weit Fritz schon gekommen ist und der meint, er ist 5 Minuten oder so dabei. Wenn man sich da abwechselt, ist man da innerhalb von 2 Stunden mit auch mehr oder weniger fertig. Das halte ich also für eine hervorragende Entscheidung. Sie haben außerdem noch ebenfalls an der Küste alles Mögliche gefunden, was da in einem sogenannten Tidal Pool übrig geblieben ist. Bedeutet, Flut steigt, Flut geht zurück, also Ebbe, ne? Und Wasser bleibt in Pools an der Küste, insbesondere bei vulkanischer Küste, die wir hier ja auch haben, gerne mal hängen. Und da drin fangen sich dann alle möglichen kleinen Lebewesen, die fast alle essbar sind. Ne? Also das ist auch durchaus eine sehr, sehr valide Nahrungsquelle, die der Martin eben erfolgreich entdeckt hat. Der Fritz meinte, da muss man jetzt nicht groß die Kamera reinhalten. Das ist diese Szene recht am Anfang. Aber da ist es auf jeden Fall und das wird den beiden bestimmt noch relativ nützlich sein. Dann haben sie auch korrekt die Beeren identifiziert, korrekt festgestellt, dass diese essbar sind, korrekt auch schon ein paar davon verzehrt. Anders als Sascha und Knossi, die ebenfalls die korrekte Beere entdeckt haben, aber der Meinung sind, dass die davon jetzt krank geworden sind und jetzt böse Durchfall wegen diesen Beeren haben. Was 100% psychosomatisch ist, wahrscheinlich, weil Sascha sowieso die ganze Zeit Angst hat, vielleicht vorm Bär, vielleicht vorm Wolf, vielleicht vor was auch immer da draußen lauern mag. Wolf ja, alles andere nein. Zumindest nicht, dass man es wüsste und dass man da nennenswert von ausgehen müsste. Allerdings gehen alle Kandidaten davon aus, dass es potenziell Bär geben könnte und verhalten sich entsprechend. Das ist auch nicht verkehrt. Gerade wenn man eben nicht die Insider-Info vorher bekommt, hat, dass man seit 20 Jahren keinen Bär auf der Insel gesehen hat, auch wenn es auf Reddit angeblich irgendeinen Post gibt, wo man dann doch mal 2 Bären auf der Insel gesehen hat. Trotzdem dürfte das sehr, sehr selten sein, dass die da vorbeischauen, schon auf Platzgründen, aber darüber hatten wir auch an anderer Stelle schon gesprochen. Was habe ich noch gemeint? Ah ja, die Wolf-Panik. Das ist lustig, weil beide, also Fritz ja nicht unbedingt, ich glaube, der ist aus Magdeburg, aber Magdeburg ist meines Wissens auch im Wolfsgebiet, in einer der Gegenden mit hoher Wolfsdichte. Aber gerade was Martin angeht, wenn der aus Berlin rauskommt und in Brandenburg irgendwo im Wald pennt, was er, als ich ihm noch regelmäßig zugeschaut habe, regelmäßig gemacht hat, dann hat er in einer der Regionen der Erde mit der Höhe
höchsten, also eine größere Region der Erde mit der höchsten Wolfsdichte im Verhältnis zu Platz und mit der mit Abstand fettesten Wolfsdichte im Verhältnis zur menschlichen Bevölkerung. Regelmäßig gut geschlafen, ohne sich darüber irgendwelche Gedanken zu machen. Unwissenheit ist Macht manchmal. Ja, ich weiß nicht, ob er das wirklich einfach nicht weiß. Er ist in Kanada jedenfalls jetzt in einer Region mit einer erheblich geringeren Wolfsdichte pro Fläche als Brandenburg zu bieten hat. Die Insel wiederum, der Vollständigkeit halber und um ehrlich zu sein, die hat dann schon als Insel mit vermutet circa 7 Wölfen plus minus ein bisschen, je nachdem, wie die Populationsschwankung gerade irgendwie so ist, nach dem, was man so hört. Also ich weiß auch nicht, ob die Quellen da zuverlässig sind, aber viel mehr werden da auch gar nicht drauf passen. Ja, da darf man dann davon ausgehen, dass das nochmal eine etwas höhere Wolfsdichte ist und wir kriegen ja am Ende der zweiten Folge auch mal einen zu sehen. Ja, aber diese Panik wegen Wölfen, ja, das ist schon ein bisschen lächerlich in Anbetracht dessen, wo die herkommen. Ja, nur sind sie da nicht so ganz so allgegenwärtig. Und die Wölfe kennen wahrscheinlich den Menschen, werden auch nicht ganz so neugierig sein, wie sie das jetzt hier eben auf der Insel tatsächlich möglicherweise sind. Wobei man auch da sagen muss, ich meine, Knossi und Sascha, die dann den Wolf gefilmt haben, sind auf der anderen Insel als Fritz und Martin. Ne? Also von daher, aber ja, diese Panik. Ein Stück weit vielleicht zu Entertainment-Zwecken übertriebene Panik, aber vollkommen korrekt. Es ist Wolfskot, es sind Wolfsspuren und der Riss, den sie da finden, das kann alles Mögliche gewesen sein, ursprünglich, aber am Ende zerlegt, möglich, dass das auch die Wölfe gewesen sind von anderen Raubtieren. Fehlt ja bisher jede Spur auf der Insel. Ja. Die haben auch eine ausführliche Erkundungsrunde gemacht, haben festgestellt, dass man dann irgendwo durchkommt, korrekt. Sie haben einen Wildwechsel, der vermutlich unter anderem Wölfe entdeckt und identifiziert, korrekt. Und wie gesagt, die Bären korrekt identifiziert, gute Wahl getroffen für den Lagerplatz, damit angefangen, den Lagerplatz herzurichten. Da ist nichts weiter dran auszusetzen, im Gegenteil, ja. Das ist tatsächlich sehr klug und gut gemacht, Punkt. Und haben auch schon ein bisschen Zeugs am Ufer gefunden und aufgesammelt. Also ja, da wüsste ich wirklich beim besten Willen nicht, was ich da auszusetzen hätte, außer eben diese, oh, Wolf. Oh. Aber ja, das ist individuell und dient vielleicht auch den Unterhaltungszwecken und möglicherweise ist es auch gar nicht hundertprozentig ernst gemeint. Weiß ich nicht. So, wir kommen zu Trimax und Rumatra. Die sammeln als allererstes mal Zeug, was an einem Strand, an dem Zeug angespült worden ist, auch definitiv eine gute Idee ist, sich da mal ein bisschen einen Überblick zu verschaffen. Dann finden sie eben Holzasseln und Flohgrillen. Ich bin mir nicht sicher, ob Flohgrillen zu den echten Grillen gehören. Falls das der Fall sein sollte, sind sie definitiv essbar. Sie sind sogar ein gutes Speiseinsekt. Sehr viele Insekten sind potenziell essbar. Wir haben halt lediglich verlernt, das zu tun. Sie sind auch sehr bekömmlich und durchaus auch gesund, enthalten viel Eiweiß, wie fast alles Fleisch. Insekten sind im Prinzip auch Fleisch, auch wenn sie ein bisschen knusprigeres Fleisch sind als anderes Fleisch, sind wirklich sehr bekömmlich und roh problemlos verzehrbar. Die sind auch fast nie irgendwie infektiös in die Richtung. Außerdem, wenn man sie lebendig aufsammelt, sind sie auch immer frisch. Ja, und das gilt für so ziemlich fast jede Grille, die man weltweit zu finden kann. Drum heißen die ja auch so. Grillse. Grillen muss man grillen, drum heißen die so. Nein, tatsächlich, wenn das welche sind, ich habe da leider auch auf die Schnelle nicht genügend Informationen zugefunden und Entomologie ist ja auch nicht unbedingt gerade mein absolutes Fachgebiet, aber dann wäre das definitiv kein Problem, diese zu verzehren. Das sagt ja auch diese Textbox, die da eingeblendet wird. Deswegen wissen wir auch, worum es sich handelt. Bei der Bildqualität der Aufnahme hätte ich ewig gebraucht, um die zu bestimmen. Wahrscheinlich hätte ich es auch gar nicht hinbekommen, wenn ich ehrlich bin. Bin ja, wie gesagt, kein Entomologe und da haben sie wohl irgendjemand an der Hand, der sich diesbezüglich wirklich gut auskennt. Und ja, ne, also die sind auf jeden Fall essbar. Ebenfalls essbar sind so ziemlich alle Asseln, die man weltweit so finden kann. Das ist das einzige terrestrisch lebende Krebstier. Also Asseln sind Krebse. Das kann man auch daran erkennen, dass sie mit 7 Beinen unterwegs sind, wie auch Krebse insgesamt, also 7 Beinpaare, so rum. Alle Krebse haben 7 Beine.
Beinpaare, also 14 Füße im Grunde. Und ja, daran kann man die ganz gut erkennen. Und da sind Asseln eben diese einzigartigen Vertreter, die es geschafft haben, ohne direkt im Wasserbezug zu leben und unabhängig vom Wasser fortpflanzungsfähig und ja, lebensfähig zu sein. Alle Asseln sind essbar. Die sind nicht unbedingt lecker, kann man wirklich nicht behaupten. Also ne, ich hatte ein einziges Mal, habe ich mich tatsächlich mal dazu hinreißen lassen, im Rahmen einer jugendlichen Mutprobe, als wir Nehberg-Bücher gelesen hatten. Mal eine Assel, eine Waldassel wohlgemerkt, keine Kellerassel, zu probieren. Und ja, die schmecken im Grunde nach nichts, aber lecker. Na, ich habe schon jetzt als nicht so eine wirklich tolle Erfahrung in Erinnerung. Wobei ich sowieso ein wahnsinnig heikler Esser bin und in der Hinsicht sehr, sehr schwierig. Und wirklich nur in einer Notsituation dann solche Dinge essen würde. Dass der Trimax also behauptet, die sehen lecker aus und er würde die sofort futtern, das halte ich auch für dummes Geschwätz. Vielleicht hat er am Ende dann wirklich mal welche probiert. Aber noch glaube ich das ehrlich gesagt nicht. Ja, so viel dazu. Die Platzwahl ist schlecht, das hatte ich auch schon aus dem Trailer gesagt, weil sie halt eben in der Überspülungszone sind und sich denken, ja, wenn das Wasser kommt, dann werden wir halt wach, dann weichen wir nach hinten aus. In der Tat ist das nicht gänzlich falsch. Es dürfte schon möglich sein, so weit nach hinten zumindest auszuweichen, auch wenn man dadurch die Scholle und Scheinbeere nicht so gut durchkommt, dass keine Gefahr besteht, ins Meer gespült, oder nur eine sehr geringe Gefahr besteht, ins Meer gespült zu werden. Also ich halte das Risiko für überschaubar. Ja, aber es ist trotzdem eine schlechte Platzwahl. Besser machen es Fritz und Martin, die dann einfach in den Beeren sich eine Fläche roden. Das hätten die zwei da auch machen sollen. Dann wären sie absolut auf der sicheren Seite und hätten da dann ihr eigentlich prinzipiell schon mal ganz gut gebautes Shelter. Insbesondere für ein erstes Shelter sogar ziemlich gut gebaut. Also da gibt es wenig auszusetzen. Das haben sie geübt und das merkt man auch. Und sie haben ja auch eine hervorragende Dachkonstruktion. Das hatte ich auch bei der Trailerbesprechung schon gesagt. Das ist ein Dynema-Tab, das hatte ich empfohlen. Und Rumatra hatte das Video auch gesehen und drum haben sie auf mich gehört und jetzt kann ich schlecht behaupten, dass das eine schlechte Wahl gewesen wäre. Ne? Ja, mir ist gerade aufgefallen, dass ich im falschen Modus aufnehme und habe das jetzt nochmal korrigiert, weil Bildstabilisierung brauche ich nicht, wenn die Kamera auf dem Stativ sitzt. Ja, was gibt's noch zu den beiden zu sagen? Was ich halt gar nicht schön finde, ist der Teamgeist bzw. der Umgang miteinander. Ein Stück weit scheint das wohl normal zu sein, aber man hat mir auch mehrfach in die Kommentare geschrieben, dass es erst vor kurzem mal wieder einen Fall gab, wo der Rumatra keine Lust mehr hat und nach Hause gegangen ist, weil er sich dumm behandelt gefühlt hat vom Trimax. Und die machen das wohl häufiger so. Vielleicht haben sie sich auch im Rahmen der Inselerfahrung irgendwie miteinander verkracht. Ich weiß nicht, inwiefern das auf Gegenseitigkeit beruht. Für mich klingt es aber so, als wäre der Trimax der Aggressor und würde den Rumatra regelmäßig runtermachen. Und ich weiß nicht, ob die beiden das als Freundschaft definieren. Das ist auch deswegen schwierig, weil sie ja in einem gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis stehen, das aber deutlich in die Richtung tendiert, dass der Rumatra für seinen Lebensunterhalt vom Trimax abhängig ist, weil der Trimax ein millionenstarker, super großer Streamer ist, während der Rumatra eher relativ im Mittelfeld vor sich hin dümpelt. Ist auch größer als ich, keine Frage, ne? Alle größer als ich, aber doch vergleichsweise im Mittelfeld herumdümpelt, wenn man nicht noch Zusatzeinkommen hat, wie ich mit zum Beispiel meinen Waldführungen und so weiter und so fort, dann braucht man schon deutlich über 100.000 Abonnenten und entsprechende Aufrufe und halt eben entsprechende Donations beim Twitch-Streamen und was weiß ich, um davon lebensfähig zu sein. Und ich bin mir nicht sicher, ob er das im großen Umfang hat. Und daher ist er sicher gut beraten, rein wirtschaftlich, existenztechnisch sich an den Trimax ranzuhängen. Und wenn da eben ein solches Abhängigkeitsverhältnis besteht, dann ist es umso widerlicher, wenn der Trimax ihn dann schlecht behandelt und man dann das Gefühl haben könnte, ja, dass hier eine gewisse Form von, ich möchte es fast Prostitution irgendwo stattfindet, nennen. Ne? Aber eine gewisse Form. So habe ich zumindest den Eindruck, auf mich wirkt das alles jedenfalls sehr unsympathisch. Ich kenne die beiden ansonsten kaum. Ich habe ein paar Vorbereitungsvideos im Rahmen von Shelterbautraining und so weiter und so fort gesehen und da ging das in einem ähnlichen Ton wie wir es bisher teilweise erlebt haben und wie man es ja wohl schon häufiger woanders gesehen hat. Nur meine 5 Cent dazu. Also ich
Ich könnte damit nichts anfangen, so gar nicht. Ne? Freunde sind meiner Meinung nach dadurch prädestiniert, dass sie nett zueinander sind. Das ist oder zumindest einen liebevollen Schalk und ein liebevolles sich gegenseitig ein bisschen ärgern. Auch da ist es dann schwierig, eben die korrekte Grenze zu finden. Aber gut, ja, vielleicht ist das bei denen einfach so. Weiß ich nicht. Sie finden keinen See. Obwohl sie am nächsten dran sind, ja, ihr Aussetzungsort, das kann man in der ersten Staffel kurz sehen, wo genau die jeweiligen Kandidaten ausgesetzt worden sind, ist nah an einem der größten Seen, die es da überhaupt gibt. Den finden sie nicht. Das finde ich ganz lustig. Das ist einfach nur so ein lustiges Detail, ist auch nicht schlimm. Die können am ersten Tag eh nicht anfangen, Fische zu fangen. In Frage sowieso, ob sie Fische fangen werden. Aber ja, das ist also wirklich überhaupt nicht schlimm. Nur so ein lustiges Detail. Und dann stellen sie fest, dass das Wasser so verdächtig braun ist. Das braune Wasser finde ich dahingehend ganz interessant, weil Andi von Andi und Gerrit, also den Söhnen, der meint, ja, das Wasser ist ein bisschen braun. Es ist halt Waldwasser, das kennen wir schon so. Da merkt man Erfahrung. Ja? Der hat das schon 17.000 Mal gesoffen und das ist völlig normal für den und das ist auch völlig normal. Wasser, das aus dem Wald kommt, ist halt gerne mal ein bisschen braun. Das sind Tuminstoffe. Das ist einfach schlicht und ergreifend ein bisschen Gerbstoffe, die aus dem Laub raus, aus dem Boden raus gewaschen werden und wann immer kurz mal vor kurzem ein Regenfall war oder in sehr feuchten Regionen eigentlich quasi immer, sammeln sich diese ein bisschen im Wasser und werden damit transportiert. Solange das jetzt nicht dunkelbraun ist, sondern nur so eine leicht bräunliche oder gelbliche Verfärbung aufweist und man weiß, dass das die Ursache für eben die Färbung des Wassers ist, dann ist das problemlos trinkbar. Im Regelfall schmeckt man es auch gar nicht groß raus. Ein bisschen, wenn man einen empfindlichen Gaumen hat. Ja, also wie gesagt, der Andi weiß das. Trimax und Hummer wissen das nicht und machen sich deswegen ein wenig Sorgen. Und so wie ich das verstanden habe, waren das die, die da besonders viel Natriumhypochlorid reingeschmissen haben oder waren das die anderen zwei Streamer? Ich muss mir Mühe geben, die Streamer-Teams nicht zu verwechseln. Für mich sind die etwas austauschbar. Weiß ich nicht mehr. Egal. Jedenfalls, das ist interessant, was da eben Erfahrung für einen Unterschied erzeugen kann. Und damit sind wir auch schon bei den Söhnen. Die finden Zeug und beschließen, nachdem sie voller Aufregung, insbesondere seitens des Gerrit, Zeug gefunden haben, jetzt erstmal pinkeln zu gehen und dann ein bedächtiges Vorgehen zu wählen und in Ruhe alles auszukundschaften. Die sind 2 Wochen hier und das ist kein Sprint, es ist bekanntlich ein Ultramarathon, wenn man das aus Joey Kellys Sicht sehen möchte. Und von daher ist das jedenfalls ein sehr, sehr guter Plan. Auch da merkt man wieder die Erfahrung. Die Erfahrung merkt man auch beim Vorgehen im Gelände, dass sie vorsichtig und bedächtig sich fortbewegen. Auch da Verletzungsrisikominimierung betreiben. Sie haben aus dem Tuch von Andis Freundin einen Vorfilter gebastelt, um Wasser vorzufiltern, bevor sie es durch den Wasserfilter jagen. Das ist nicht unbedingt erforderlich. Der Wasserfilter würde das auch so hinkriegen, wenn man aber sicher gehen möchte, dass einem der Wasserfilter nicht verstopft. Und auch das weiß man, dass die Dinger mal verstopfen können, wenn man allgemeine Outdoor-Erfahrung hat. Vielleicht nicht unbedingt so viel Survival-Erfahrung, aber allgemeine Outdoor-Erfahrung haben die zwei ja definitiv. Und das merkt man. Ne? Die haben diese, die Geschichten von verstopften Filtern garantiert 38 Mal gehört und gehen da eben gegen vor, indem sie dann mit einem Stückchen Stoff einfach ein bisschen Schwebteile aus dem Wasser schon rausfiltern, die dann eben nicht in der Lage sind, den Filter hinterher zu verstopfen. Sie wissen aber auch, dass das alleine Vorfiltern mit Stoff nicht ausreicht und man dann schon noch einen Wasserfilter hinterher braucht, wenn man dann sicheres Wasser mit dem Wasserfilter herstellen möchte. Ich persönlich bin ja nach wie vor der Meinung, dass die meisten Wässer, die wir da gesehen haben, zur Not auch unaufbereitet trinkbar wären. Das heißt aber nicht, dass man, wenn man die Möglichkeit hat, das Wasser aufzubereiten, das deswegen nicht tun sollte. Ich würde wahrscheinlich anfangen, so an Tag 3 mich mal ganz langsam ran zu tasten, das Wasser unaufbereitet zu konsumieren, immer nur so ein kleines bisschen in der Hoffnung, dass es mir dann nicht schlecht geht. Das ist immer ein Risiko, auch
auch kleine Mengen kontaminierten Wassers können schon großen Schaden anrichten. Und man sollte, bevor man mit solchen Experimenten anfängt, genügend Wasser zur Seite geschafft haben, damit man was zu trinken hat für den Fall, dass man Durchfall hat. Und auch sichergestellt haben, dass man weiterhin aufbereitetes Wasser herstellen kann für den Fall, dass man dann doch Durchfall bekommen sollte vom Versuch, kontaminiertes Wasser zu testen, sozusagen, ob es denn dann überhaupt kontaminiert ist. Das ist also so eine Frage, da scheiden sich auch die Geister, da sind auch unterschiedliche Survival-Dudes, nennen wir sie jetzt einfach mal so, unterschiedlicher Meinung, wie gefährlich denn jetzt nun so ein Wasser verköstigen und Wasser testen und so weiter im Einzelfall immer sein könnte. Das Witzige ist, dass Biberfieber eine so große Inkubationszeit hat, also so lange, dass die 2 Wochen rum sind, bevor du dann Scheißerei von Biberfieber bekommst. Das heißt, ob sie sich damit infiziert haben, merken sie erst, wenn sie wieder zu Hause sind. Sollte also die Challenge sollte quasi also am Biberfieber in jedem Fall nicht unbedingt scheitern. Das ist die gute Nachricht. Meines Wissens hatte aber, glaube ich, keiner Biberfieber von denjenigen, die nach Hause gekommen sind, was ja alle warten. Es ist ja niemand gestorben bei der Veranstaltung. Oh, ganz großer Spoiler. Ja, das war es im Grunde auch schon zu den Söhnen. Ach so, ja, dann stellen sie noch fest, dass es am See mehr Mücken hat. Das ist vollkommen korrekt. Die Mückenlarven leben halt nun mal im Wasser. Und wenn sie ein großes, schönes, stehendes Gewässer finden, dann leben da sehr viele Mückenlarven drin. Die sind auch eine gute Nahrung für Fisch. Das bedeutet, ein Gewässer, das viele Mückenlarven enthält, kann auch durchaus fischreich sein. Muss nicht zwingend. Kann auch ein Moorsee sein. Der enthält im Regelfall gar keinen Fisch. Was uns dann zu Knossi und Saschka oder so ähnlich bringt. Und da muss ich sagen, da habe ich nicht alles gesehen, weil die beiden in Kombination sich gegenseitig aufpushen mit fragwürdigen Handlungen, dass sich die fragwürdigen Handlungen eines Einzelnen, die ich noch ertragen konnte, dann so potenzieren, dass es für mich leider unerträglich aus meiner Perspektive dumm wird, was die so an Zwischenmenschlichen da abgezogen haben. Ich will gar nicht wissen, was das war, was ich übersprungen habe. Ich will es gar nicht wissen. Ich will auch nicht drüber nachdenken. Es ist wirklich nicht mein Niveau. Tut mir leid. Aber was ich gesehen habe, war... Sascha steht am See. Der See ist im Übrigen relativ unbrauchbar. Das ist plus minus ein Moorsee oder zumindest ziemlich moorig. Die Chance, dass da nennenswert verwertbare Fischvorkommen drin sind, würde ich als extrem gering einordnen. Ich will es nicht 100% ausschließen, aber 95%. Und jetzt schreit der Sascha, da ist ein See, wow, mindblow, ein See. Und der Knossi muss sofort angerannt kommen, weil da ein See ist. Der ist nicht etwa 10 Minuten später immer noch da. Nein, der ist nur jetzt da. Und deswegen muss man jetzt wie ein Bekloppter da hinrennen und rumbrüllen, weil da ein See ist. Und das schließt sich mir nicht ganz, weil es ist ein Scheißsee. Im Sinne der Nützlichkeit. Jetzt ist der Regen wieder da, so ein Scheiß. Da geht man extra in den Wald. Naja, machen wir mal noch ein bisschen weiter. Vielleicht habe ich da Glück und es hört gleich wieder auf. Also nein, konnte ich wirklich nicht nachvollziehen. Außerdem führt das dazu, dass der Knossi ins Wasser dappt, dann einen nassen Schuh hat und fast anfängt zu weinen, weil er jetzt einen nassen Schuh hat. Gut. Ja. Wenn wir nicht wüssten, dass die beiden mental in der Lage waren, zu ignorieren, dass es ihnen nicht unbedingt besonders gut geht, als sie 7 Tage auf einer tropischen Insel rumgehockt sind, aber auch nichts anderes gemacht haben, als da rumzuhocken im Prinzip, was beim Knossi ihm niemand zugetraut hätte, weshalb es deswegen beeindruckend gewesen ist, weil man dem gar nichts zugetraut hätte. Das qualifiziert sie jetzt aber trotzdem nicht zum Survival-Experten, auch wenn das Skill-Ranking entsprechend den Eindruck erwecken kann, dass sie jetzt einen größeren Skill scheinbar besitzen. Sascha hat sich wohl ein bisschen briefen lassen und ein bisschen was beibringen lassen. Ob das nützlich sein wird, werden wir dann noch sehen. Ne? Dann das nächste. Grundsätzlich, wenn man in der Ferne Wölfe heulen hört, ist das ein wunderbares Naturerlebnis und ein Grund zur Freude, insbesondere wenn man kein Schafhalter ist. Aber wenn man dann nicht möchte,
dass die Wölfe in einem isolierten Lebensraum, wo es kaum Menschen gibt, zu Besuch kommen und Hallo sagen, dann ist das Dümmste, was man machen kann, zurückheulen. Das heißt nämlich so wie viel wie, ja, wir sind hier und wir machen uns jetzt dieses Revier zu eigen und das ist jetzt unseres und ihr dürft hier nicht mehr hin. Das Heulen hat nämlich mal abgesehen von der sozialen Komponente, das gemeinsames Heulen, die Verbindung zueinander stärkt im Wolfsrudel, hat es auch die Funktion, schlicht die Grenzen des Reviers, beziehungsweise, ja, Wölfe haben ein Revier, kein Streifgebiet. Ein Revier wird verteidigt mit Zähnen und Klauen. Letztere spielen keine so große Rolle, die Zähne dafür umso mehr. Und wenn du da rumheulst und so tust, als seist du ein Wolf und heulst zurück und bist ein fremder Wolf im Revier der vorhandenen Wölfe, dann ist das wirklich die beste Methode. Das weiß jeder Wolfsforscher, der versucht, Wölfe anzulocken, um sie vor die Kamera zu kriegen. Das weiß auch der Tierfilmer, der den gleichen Trick deswegen anwendet, um zumindest die Chance zu haben, dass die Wölfe tatsächlich drauf reinfallen und denken, das ist ein anderer Wolf und nicht einfach nur wieder so ein blöder Mensch, der zurückheult und das sehr, sehr schlecht tut, weil überhaupt nicht überzeugend. Aber ein junger Wolf vermutlich kommt in diesem Fall angerannt und will mal eben gucken, was da so los ist. Es wird übrigens bald duster, also wenn ich gleich nicht mehr zu sehen bin. Ihr kennt das Prozedere, das hatten wir schon bei Staffel 1. Aber ja. Ja, das ist also wirklich die blödeste Sache, die man machen kann, wenn man nicht von den Wölfen entdeckt werden möchte. Wenn man sie da haben möchte, ist es eine valide Methode, um eben genau diesen Zustand herbeizuführen. So, der Wolf, der da kommt, was ist das für einer? Wahrscheinlich ein etwa einjähriges Tier. Könnte ein Rüde sein, ist einfach statistisch gesehen wahrscheinlicher, weil die ein bisschen höheren Wanderungs- und Entdeckungsdrang haben als Fähen, also weibliche Tiere. Und das dürfte eben ein relativ leichtes Exemplar sein. Der ist nicht besonders schwer, wie man sehen kann, aber eindeutig ein Grauwolf und ein durchaus hübsches Exemplar, der da wahrscheinlich aus Neugier einfach mal vorbeischauen möchte, was denn das für zwei Vögel sind und ob die möglicherweise schmecken würde. Er bestimmt auch ganz gerne wissen wollen. Was ich beim Knossi nicht empfehlen kann, der enthält wahrscheinlich zu viel Nikotin und schmeckt dann nicht so wirklich gut beim Reinbeißen. Sascha könnte möglicherweise Anabolika, nein, der ist ja komplett natural, aber irgendwelche komischen Supplements frisst er ja auch regelmäßig, von daher weiß ich nicht, ob man da reinbeißen möchte. Ja, böse Unterstellungen an dieser Stelle, nö, die sind beide wahrscheinlich essbar. ja, die Chance, dass das irgendwie eskaliert, ist ja ein schöner Cliffhanger mit dem Wolf, da die Folge zu Ende zu machen, die ist nahezu nicht vorhanden. Also ich lege meine Hand ins Feuer, der Wolf kommt, guckt, geht eventuell wieder. Die beiden werden sich tierisch aufregen und sich wahrscheinlich ein bisschen in die Hose machen. Ein bisschen bis sehr viel, wobei Sascha war ja gerade auf dem Klo, wie er großartig in Szene setzen musste. Weil muss Knossi sich dann in die Hose machen, ich weiß es nicht. Und das Messer bereit halten und so weiter und so fort. Tatsächlich ist es eine ganz gute Idee, wie man gleich gehört hat, dass man dem Wolf mit einer gewissen Aggressivität ihn anbrüllt und so weiter und so fort begegnet. Das ist die vorgeschriebene bzw. empfohlene Vorgehensweise bei Wolfsbegegnungen, gerade wenn man möchte, dass der Wolf weggeht, was hier sinnvoll ist. Natürlich ist es eine tolle Naturbegegnung und manch einer von uns würde sich sehr freuen, wenn der Wolf zu Besuch kommt und ihn eher willkommen heißen, aber tatsächlich ist es intelligenter zu versuchen, den Wolf zu verscheuchen. Das tut dem Wolf ja nichts, der soll einfach nur lernen, dass Menschen halt keine Freunde sein müssen und sich von denen fernhalten. Ne? Deswegen ist ja der Wolf nicht verletzt, in seiner Ehre gekränkt. Okay, das vielleicht schon, aber ich glaube, damit kommt er zurecht. Und sowas in die Richtung. Sowas habe ich mir hier noch aufgeschrieben. Ach, der Bärenwahnsinn. Ja, also zunächst mal, oh, da ist eine Beere. Om, nom, 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 nom. Oh, können wir die eigentlich bestimmen? Was muss man denn da gleich nochmal machen, um die Beere zu bestimmen? Om, nom, 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 nom. Ah ja, die hat solche Blätter und solche Blätter. Auf der Oberseite glänzend, auf der Unterseite matt. Es ist die Solon-Scheinbeere, was sie da mampfen. Oder die, was haben sie in der Serie? Schalalbeere. Schalalbeere oder was auch immer. Die hat, wie gesagt, verschiedene Namen. Aber es ist schon die korrekte Beere, die sie da essen. Ne? Und die ist wirklich, vielleicht nicht in beliebiger Menge konsumfähig, hatte ich übrigens vergessen zu erwähnen, als ich ausgerechnet habe, dass man davon 3-4 Kilo essen müsste, um auf seinen Kalorienbedarf zu kommen. Das ist sicherlich
gar nicht möglich. Da wird dir dann doch vielleicht irgendwie schlecht. Sie enthält diverse Antioxidantien, die sind im Regelfall irgendwas Gesundes, grob, aber können dann in größerer Menge, wird das auch etwas säuerlich und kann einem tatsächlich dann, auch wenn man nichts anderes futtert, ein Stück weit den Magen verderben. Es wäre also wirklich keine gute Idee, sich nur von diesen Beeren zu ernähren. Und jetzt habe ich auch alles durch, was ich mir aufgeschrieben habe. Das heißt, wir nähern uns sehr schnell dem Ende. Ja, aber das war schon die richtige Beere. Es ist rein psychosomatisch und Panik und die grundsätzliche Angst vor allem, was da draußen in der Natur so lauert, die hier dazu führt, dass der Sascha nach Verzehr der Beeren sich jetzt nicht mehr ganz sicher ist, ob es die richtigen Beeren oder die geheimnisvollen giftigen Beeren sind, die es da sonst irgendwo geben soll. Ich habe leider keine Ahnung, wovon die Rede ist. Ich habe ein bisschen versucht zu recherchieren, was die häufigeren Giftpflanzen auf den Inseln sein könnten. Am ehesten können es vielleicht noch die Büffelbeere sein, dass sie die als besonders giftig klassifizieren. Haben oder tatsächlich noch irgendwelche ganz krassen Sachen, von denen ich einfach nicht weiß, ob sie da auf dieser Insel vorkommen oder nicht. Da müssen wir uns noch überraschen lassen, ob mal jemand diese geheimnisvollen giftigen Beeren, die gibt es da bestimmt, sonst hätte man die Kandidaten da nicht drauf gebrieft. Den Unterschied zwischen der Schodon-Scheinbeere und der geheimnisvollen giftigen Beere zu erkennen. Aber die ist dann wahrscheinlich was Rotes oder war die auch blau? Weiß ich nicht. Also von den roten Beeren her ist es tatsächlich eine gute Idee, eher die Finger davon zu lassen. Die meisten roten Beeren in Kanada, die man da so finden kann, sind eher nicht essbar, beziehungsweise nur unter bestimmten Bedingungen, wie auch eben die Büffelbeere, von der wir schon gesprochen haben, die dann aufgeschäumt zu diesem Schaumgericht der Indigenen verwendet worden ist. Ne? Ja, aber das ist reine Psychoprobleme, psychosomatisch, dass da jetzt eben der Sascha der Meinung ist, dass das sofort eine Wirkung hat. Davon abgesehen, die allermeisten Giftpflanzen, die über den Magen ihr Gift entfalten, die brauchen deutlich länger als 20 Minuten. Gerade bei einem kleinen Konsum für einen großen Kerl, das müsste schon wirklich irgendwas im Bereich extrem giftig, also mindestens Niveau Maiglöckchen, Niveau Tollkirsche, Niveau roter Fingerhut, um ein paar Beispiele aus Deutschland zu nennen, sowas auf diesem Giftlevel. Das kann in 20 Minuten tatsächlich schon eine effektive Wirkung vielleicht, je nachdem wie viel man davon konsumiert hat, entfalten. Nichts davon erzeugt erstmal nur Durchfall und äußert sich über den Verdauungstrakt, sondern das sind dann meistens entweder Nervengifte, Herzgifte, sowas in die Richtung, die sich dann auf dem Wege irgendwie äußern, beziehungsweise können auch zu Nierenversagen und was weiß ich. Ja, es gibt noch ein paar Pflanzen, die tatsächlich so tödlich sind, dass es deutlich schneller geht. Der blaue Eisenhut wäre so ein Fall. Soweit ich weiß, wirkt der relativ fix. Jedenfalls kann man nicht mehr allzu viel tun für denjenigen, der einen gegessen hat, auch wenn der dann hinterher noch zum Arzt rennt. Das sollte im Regelfall nicht mehr schnell genug funktionieren. Das ist eine der tödlichsten die tödlichste Giftpflanze wahrscheinlich von Europa. Und ja, ne? Wäre mir neu, dass es in Kanada oder insbesondere auf diesen Inseln irgendeine ultimativ tödliche Giftpflanze gäbe. Giftpflanzen ja, ultimativ tödlich, weiß ich nicht, kenne ich nicht. Ja? Also da bin ich auch gerne bereit, was Neues zu lernen, wenn uns da diese Serie diesbezüglich irgendwann aufklären möchte. Da hätte ich also sehr viel Freude dran, weil ich lerne sehr, sehr, sehr gern was Neues und erweitere gerne meinen Horizont. So. Und das wär's gewesen mit dem, was ich jetzt persönlich als erwähnenswert erachten wollen würde. Ja, es gäbe bestimmt noch ein paar Kleinigkeiten, aber wir müssen es dann auch irgendwann mal gut sein lassen. Alles in allem hat mich die zweite Folge ein Stückchen weit wieder damit versöhnt, was da bisher so vorgefallen ist. Zumindest vier Teams scheinen einigermaßen zu wissen, was sie tun. Und da muss man einfach mal abwarten, ob die vielleicht sogar noch ein bisschen was Interessantes hinkriegen. Und dann ist es jetzt halt einfach eine Frage des Charakters, ob man das, was die anderen drei Teams so machen, jetzt unterhaltsam findet, peinlich, unnötig oder schmerzhaft. Ja, das ist, man kann natürlich auch etwas, das schmerzhaft ist, in gewisser Weise unterhaltsam finden oder das, was peinlich ist, beziehungsweise auf, meine Frau hat mir mitgegeben, als ich daheim los bin, sag nicht, die wären dumm, das darfst du nicht sagen. Das auf Unwissenheit basierende Verhalten des einen oder anderen Teams, ja,
das kann man ja, wie gesagt, auch unterhaltsam finden. Ja? Unwissenheit sagt nichts über den Wert eines Menschen aus, möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen. Und wir kennen die alle nicht ausreichend genug und hoffen einfach mal, dass das privat super freundliche, total tolle Typen sind, mit denen man sich gerne umgeben würde, wenn man sie dann näher kennenlernt. Und wenn das nicht passiert, dann bin ich auch nicht traurig. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ja, ich gebe mir Mühe, aber es ist schon wirklich schwierig manchmal. Wir kommen schon aus anderen Bildungsschichten, habe ich den Eindruck. Ja. Tschüss.